Naja, was die Fans sich erwartet haben, das weiß ich nicht. Wir haben uns mehr vorgenommen und sind relativ gut ins Spiel gekommen und haben dann aber ein Stück weit eben den Wolfsbergern auch in die Karten gespielt, wollten Fußball spielen. Wolfsberg hat dann immer wieder gepresst. Damit haben sie uns relativ früh den Ball abgenommen. Wir sind eigentlich relativ wenig in die gefährliche Zone gekommen, gerade erste Halbzeit. Mit Beginn der zweiten Halbzeit ähnliches Bild, aber dann haben wir uns so langsam in dieses Spiel wieder reingekämpft und auch reingespielt und haben dann eben zweikampftechnisch standgehalten und haben dann eben besser Fußball gespielt, das, was wir auch können, und haben dann auch das Tor gemacht und hinten raus kannst du auch höher gewinnen, ja. Nach dem Spiel in Rom hast du gesagt, so ein Kapitän wünscht man sich. Genau das waren deine Worte. Was sagst du heute nach dem Spiel, wo der Lars schon wieder das entscheidende Tor gemacht hat? Ja, der Lars macht das Tor, reduziert es mir zu sehr auf den Torschützen. Also es gibt ja ein paar, die vorher einen richtig guten Spielzug gemacht haben, wo wir es dann, so wie wir es eigentlich von Beginn an uns vorgenommen haben, durchspielen wollten, weil wir wussten, wo die Räume waren. Die haben wir aber zu selten gefunden am Anfang. Da haben wir sie gefunden, hinten raus öfters, und dass Lars ein gutes Spiel gemacht hat von Anfang an als Kapitän, das hat man, glaube ich, gesehen, er war sehr ballsicher am Platz, hat immer wieder angetrieben und belohnt sich dann mit dem Tor. Wir haben jetzt auswärts gewonnen, das war wichtig, sind auswärts ungeschlagen geblieben jetzt in der Runde, haben den Start damit ein Stück weit wettgemacht, jetzt sind wir einen Punkt vor Başakşehir hier, Punkt gleich mit Rom, aber den direkten Vergleich gewonnen, und somit haben wir es jetzt in der eigenen Hand weiterzukommen. Hätte man am ersten Spieltag nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Jetzt sind wir da und jetzt wollen wir natürlich auch das, was wir immer gesagt haben, überwintern in Europa. Und am Sonntag gilt es in der Bundesliga das Duell der beiden Überraschungsteams der bisherigen Saison, zu Hause gegen Freiburg. Duell auf Augenhöhe, absolut, oder? Wenn du schon mal kurz vorausblickst zu diesem Bundesligaspiel. Ja, Freiburg macht es natürlich wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr. Haben wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt, gute Spiele gemacht. Jetzt in Leverkusen unentschieden gespielt. Also das wird nicht leichter werden als das Spiel heute oder als das Spiel in Union. Ja, wir wussten, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel heute wird. Sind gut reingekommen, die ersten 15 Minuten, haben dann ein bisschen Probleme bekommen, weil der WAC uns ja gut angelaufen hat, unseren Dreiaufbau gut gestört hat. Wir hatten da ein bisschen zu viele Ballverluste, zu unsauber gespielt und dann viele Möglichkeiten zugelassen. Ein bisschen Glück in der Phase. Nach der Pause, nach den ersten paar Minuten sind wir dann besser ins Spiel gekommen, haben dann viel klarer gespielt, viel sauberer gespielt, machen dann auch ein bisschen glücklich vielleicht den Führungstreffer. Aber danach haben wir gesehen, was wir dann an den Tag gelegt haben. Da haben wir uns Möglichkeiten erspielt, hatten sogar die Chance, ein bisschen früher noch das Zweite zu machen, um ein bisschen früher Ruhe zu haben heute. Aber insgesamt war es ein Arbeitssieg. Was bedeutet das für dich persönlich, jetzt wieder in einem Auswärtsspiel nach Rom so ein wichtiges Tor geschossen zu haben, für dich persönlich? Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. Spielst natürlich oder arbeitest natürlich immer wieder, um erfolgreich zu sein. Und gerade als Offensivspieler versuchst du auch so ein Stück weit mit Toren oder mit Vorlagen der Mannschaft zu helfen. Und das ist mir jetzt in Rom gelungen, das ist mir heute gelungen. Das tut natürlich einem persönlich gut. Aber insgesamt freut es mich schon sehr für die Mannschaft, weil wir wirklich heute unter erschwerten Bedingungen, was den Platz, was den Gegner betrifft, zumindest gut dagegen gehalten haben. Dass das ein oder andere noch besser zu machen gilt, wissen wir auch, aber haben uns gewehrt heute gegen diese Wucht, die auf uns zukam, haben dann gerade hinten raus auch die richtigen Schlüsse gezogen und die richtige Antwort gegeben und ja, nicht ganz unverdient dann auch gewonnen. Wir haben uns natürlich den Auftakt in die Euroleague ganz anders vorgestellt, sind da ein bisschen unter die Räder gekommen, haben aber die richtigen Lehren draus gezogen, haben jetzt vor dem Spiel heute uns wirklich zurückgekämpft in die Gruppe in den letzten drei Spielen und wollten heute den Weg fortsetzen. Haben jetzt hier heute nochmal 3 Punkte gewonnen, haben eine gute Ausgangssituation für den letzten Spieltag, aber ist noch alles drin. Dessen sind wir uns bewusst und da gilt es dann im Borussia-Park in 2 Wochen alles reinzuhauen, um in die nächste Runde zu kommen, was unser Ziel von Beginn an war. Freiburg macht es richtig gut, da erwartet uns ein ganz, ganz schwieriger Gegner. Wir genießen jetzt erstmal heute den Sieg, wir werden jetzt morgen noch ein bisschen über das Spiel sprechen und dann gilt ab Samstag der Fokus ganz dem SC Freiburg. Das wird schwer genug, aber wir wollen natürlich unabhängig von der Tabelle unser Heimspiel gewinnen. Eine letzte Frage noch. Ja. Wann druckt denn Borussia Mönchengladbach ein T-Shirt? Vielleicht Finalteilnehmer 2020? Nee, ich glaube, ja, war ein bisschen viel Aufruhr vor dem Spiel beziehungsweise nach der letzten Begegnung, aber ich glaube, wir haben uns da gar nicht groß beteiligt, haben das zur Kenntnis genommen, aber es war jetzt nicht großes Thema, eher dann von euch geschürt, aber für uns intern, wir haben uns auf das konzentriert, was wir beeinflussen können und das ist das Spiel bzw. das Ergebnis. Wir haben das auch zur Kenntnis genommen und die Spieler, gegen die wir dann antreten oder das Trainerteam, die haben ja mit diesen Sachen überhaupt nichts zu tun. Das sind ja Aktionen, die dann der Verein startet, vielleicht ein bisschen Gelder generieren, das ist ja eine schöne Nebensache. Uns hat das jetzt eher gewurmt, dass wir so ein Spiel hingelegt haben, anstatt uns da irgendwie mit irgendwelchen T-Shirts zu beschäftigen. Unabhängig vom Wettbewerb versuche ich natürlich immer auch
erfolgreich zu sein persönlich, auch effektiv zu sein, auch Tore zu machen oder vorzubereiten. Das ist mir in der Bundesliga jetzt noch nicht so ganz gelungen, aber daran werde ich arbeiten und versuche das natürlich, hoffe demnächst auch zu tun. Ja, die Erleichterung ist natürlich groß. Ich denke, es waren schon gewisse Dinge dabei, die was ja, deutlich besser waren als beim Hinspiel. Logischerweise haben wir ja eine über die Rübe gekriegt, aber ja, insgesamt trotzdem jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein schönes Spiel zum Anschauen. Aber ja, das macht der WRC aus. Eine extrem aggressive Mannschaft, die was, bei der du nie Zeit hast, wenig Raum hast. Und ja, von dem her war das schwierig, einfach heute spielerisch zu überzeugen. Kann es, glaube ich, auch wenig oder schwierig gegen WRC. Aber wir haben viele Dinge besser gemacht und deswegen haben wir gewonnen. Aber ich sage trotzdem, würde ich eher den Gegner loben, die haben das sehr gut gemacht. Ich glaube, im Hinspiel haben wir noch mehr Ballverluste gehabt, haben uns naiv angestellt. Heute ein bisschen besser, haben wir öfters auch mal die Tiefe gesucht, aber im Endeffekt war das dann trotzdem nicht so einfach, da hinten raus zu kombinieren, wenn du immer Hochdruck bekommst. Aber natürlich, es geht immer besser, man muss sich anschauen, es wären sicher Möglichkeiten da gewesen, um besser rauszuspielen. Aber insgesamt, ja, ein schwieriges Spiel, aber trotzdem mit einem Happy End. Jetzt vorausschauend, die Heimspielwochen der Wahrheit stehen an, Freiburg und Bayern. Was muss sich da vielleicht noch ändern, um ein bisschen die Leichtigkeit wieder zurückzukriegen? Oder sagst du, das sind ganz andere Spiele, das kannst du überhaupt nicht mit dem WRC hier vergleichen? Ganz andere Spiele. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube nicht, dass Bayern mit so einer Intensität in jeden Zweikampf reingeht wie WRC. Deswegen kann man nicht vergleichen, ganz anderes Spiel, anderer Ball und von dem her anderer Bewerb, ganz was anderes. Ja gut, der WRC hat auch nach der guten Anfangsphase von uns ein bisschen gewechselt, sie haben uns anders angelaufen vorne und dann ja, war es für uns schwierig hinten raus zu spielen, wir mussten viele lange Bälle spielen, das kam ihnen entgegen und wir haben in der zweiten Hälfte und in der Halbzeit nochmal gesagt, hey, ruhig bleiben, bei uns bleiben, steht 0-0, brauchen ein Tor. Und das haben wir dann zum Glück auch geschossen. Wie hast du das gesehen von hinten? Ja, schön herausgespielter Konter in dem Moment. Ja, ich habe ihn gerade nicht mehr im Kopf, aber ich werde ihn mir sicher noch mal genüsslich anschauen. Aber das ist wieder Lars Stindl war jetzt auswärts in der Europa League, ja, ist ein bisschen bezeichnend, oder das mag er gerne. Ja, ich glaube, er mag es allgemein gerne, Tore zu schießen. Und ist natürlich sehr wichtig für uns. Ja, bringt viel Ruhe vorne rein, wie er den Ball hält, wie er sich bewegt. Und das war wichtig heute. Für dich hinten im Tor, wie schwierig war das Spiel? Weil wir wissen alle, wenn Wolfsberg da mal schnell kontert, dann sind die auch ziemlich flink vorne, ne? Ja, auf das haben wir uns eingestellt, wie ich vorgesagt habe. Sie haben vorne sehr viel Tempo, sehr viel Power, schlagen viele lange Bälle, probieren es aus der Distanz auch. Die Verhältnisse waren für den Torwart, für beide Torhüter heute nicht einfach. Der Platz war schwierig, aber ja, ist zum Glück gut gegangen. Und wie gesagt, 3 Punkte in der Gruppe sehr wichtig. Nein, wir wollen einfach weiterkommen am Schluss. Wir wollen eine Runde noch die Gruppe bestehen und dafür brauchen wir ein sehr gutes Spiel gegen Başak Şehir und ja. Das werden wir probieren. Ein Satz noch zum Sonntag zu Freiburg. Das ist das Duell der beiden Überraschungsteams in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß, es ist schwierig, jetzt schon am Sonntag zu blicken, aber da freust du dich doch bestimmt auch drauf. Das ist ein echtes Kräftemessen, ein echter Gradmesser, ne? Natürlich. Nächste Challenge. Sie spielen eine sehr gute Saison. Auch sie sind eine Mannschaft, die sehr aggressiv spielt, die viele Zweikämpfe führt und gut führt. Und da müssen wir gut darauf eingestellt sein, die Aggressivität annehmen und qualitativ dann wieder ein gutes Heimspiel zeigen, wie wir das in den letzten Wochen oft gemacht haben.